Gott oder Geld, Wertmaßstäbe im Management, so lautet der Titel der Fastenpredigten 2017. Als ersten Prediger darf ich sehr herzlich Professor Dr. Eberhard Schockenhoff aus Freiburg im Breisgau begrüßen und kurz vorstellen. Professor Schockenhoff studierte katholische Theologie in Tübingen und in Rom, wo er 1978 die Priesterweihe empfing und sein Lizenziatsstudium der Moraltheologie absolvierte. Sie promovierten zum Doktor der Theologie bei Alfons Auer und wurden 1989 habilitiert. Von 1990 bis 1994 waren sie Professor für Moraltheologie an der Universität Regensburg. Und seit 1994 sind sie an der Albert-Ludwig-Universität Freiburg. 15 Jahre gehörten sie dem Deutschen Ethikrat an. Ich freue mich sehr, dass Sie die Einladung angenommen haben und uns heute Abend mit Ihrer Rede über die Ethik des Geldes in das anspruchsvolle Thema der Fastenpredigtreihe einführen. Hören wir zunächst einen Text aus der Heiligen Schrift, aus dem Matthäusevangelium. Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an, sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder. Es gibt Züge im Leben und in der Verkündigung Jesu, die lassen sich nicht leicht auf einen Nenner bringen. Und dazu gehört das Thema unserer diesjährigen Fastenpredigtreihe Gott und das Geld. Einerseits verbindet sich die Reich-Gottes-Botschaft Jesu mit eindringlichen Mahnungen vor den Gefahren des Reichtums. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Was für ein Bild. Wenn du mir nachfolgen willst, gehe hin, verkaufe deinen ganzen Besitz, dann komme wieder. Selig die Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Andererseits berichten die Evangelien sehr häufig, dass Jesus bei reichen Menschen ein- und ausgeht. Er hat überhaupt kein Problem damit, sich von ihnen einladen zu lassen. Er nimmt sogar in Kauf, dass die Leute darüber aufgebracht werden. Er ist bei ihnen zu Gast, ganz unbefangen.
Und in vielen Gleichnissen für den Anbruch des Reiches Gottes spielen reiche Kornbauern oder Zollpächter, die ihr Geld auf eine ganz besonders verwerfliche Weise, indem sie es den Armen abgepresst haben, gewonnen haben, eine wichtige Rolle. Und fordert Jesus seine Jünger nicht dazu auf, sich Freunde mit dem ungerechten Mammon zu machen, sich die Klugheit der Kinder dieser Welt zum Vorbild zu nehmen? Das Wort, das wir gerade gehört haben, niemand kann zwei Herren dienen, Gott oder dem Mammon, gehört zweifellos zu der ersten Gruppe der Jesusworte, die vor den Gefahren des Reichtums warnen. Und sie lösten im christlichen Bewusstsein über die Jahrhunderte hinweg eine lang andauernde Wirkungsgeschichte aus. Zwar gibt es eine christliche Wirtschafts- und Unternehmensethik, die die Verantwortung für das Gemeinwohl in den Mittelpunkt stellt, und auch hat die kirchliche Soziallehre immer das Recht auf Eigentum, auch auf Privateigentum hervorgehoben, das freilich sozialpflichtig ist, also in einer Balance steht. Aber doch gilt die Wirtschaft und seit einiger Zeit vor allem die Welt der Banken und Finanzdienstleister vielen Christen als suspekt. Sie haben Berührungsängste, die Sorge, sich nicht korrumpieren zu lassen. Jedenfalls ist das ein Bereich, in dem man als Christ kaum glaubwürdig als Christ leben kann. Man hat die Sorge, sich die Hände schmutzig zu machen. Wie soll man unter diesen Systemzwängen anständig bleiben? Der Homo economicus, wie die Wirtschaftstheoretiker diesen Menschentypus, der in der Wirtschaft gefragt ist, nennen, verfolgt ein Eigeninteresse. Das macht ihn aus. Die letzte Triebfeder seines Handelns ist es, sein eigenes Interesse klug, scharfsinnig, am Ende erfolgreich durchzusetzen. Steht das nicht in einem diametralen Gegensatz zu dem Grundgesetz, das im Reich Gottes herrschen soll, zum Gebot der Gottes- und Nächstenliebe, das ein universales Wohlwollen gegenüber allen Menschen fordert? Sicherlich verleugnet die Ethik Jesu nicht die Selbstliebe und erst recht nicht die Sorge für die Menschen, die uns anvertraut sind, die eigene Familie, auch die Sorge für die Zukunft. Und doch ist es etwas anderes, ob man den Eigennutz, das Eigeninteresse als letzte Triebfeder des Handelns ansieht oder ob man die Selbstliebe als Maßstab und Form der Liebe zum Nächsten ansieht. Papst Franziskus, von dem ja dieses Wort stammt, diese Wirtschaft tötet, wobei man wissen muss, dass er eben Erfahrungen mit einer anderen Art von Kapitalismus in den letzten Jahrzehnten in Argentinien gemacht hat, wo dieses Wort tatsächlich eine große Schicht an armen und elenden Menschen hervorgebracht hat, sagte einmal: Im Zentrum jeder Gesellschaft oder Wirtschaft muss der Mensch stehen. Wenn der Mensch an die Seite gedrückt und der Götze Geld an seine Stelle gesetzt wird, führt dies zur Umwertung aller Werte. Das war auch das Stichwort eines Soziologen, der im Jahr 1900 zum ersten Mal ein Buch über das Geld, über die Philosophie des Geldes veröffentlichte. Der Begründer der Soziologie, Georg Simmel. Und er ist gewiss nicht des oberflächlichen Moralisierens verdächtig, sondern er wollte gerade dem auf den Grund gehen, was das Geld so faszinierend für die Menschen macht. Geld ist zunächst einmal, so seine Analyse, ein Mittel. Ein Mittel, mit dem Menschen ihre persönlichen Zwecke verfolgen können. Und sobald sie die Erfahrung machen, dass ich mir mit Geld, sofern ich genug davon habe, nahezu alle Zwecke und Wünsche erfüllen kann, verändert sich in ihrem Bewusstsein etwas. Geld ist jetzt plötzlich nicht mehr ein Mittel für sie, das sie einsetzen für ihre Lebenszwecke, sondern es wird selbst zum Zweck,
Ja, es steigt auf zum letzten Zweck. Alles und jedes wird jetzt am Geld gemessen. Georg Simmel hat das sehr plausibel erläutert. Und obwohl er als Wissenschaftler den Gottesgedanken einklammert, sieht er darin eine Parallele zwischen Geld und Gott. Der Gottesgedanke, schreibt er, hat sein tiefstes Wesen darin, dass alle Mannigfaltigkeiten und Gegensätze der Welt in ihm zur Einheit gelangen. Gott wird so zum letzten Bezugspunkt der Welt. Aber das Gleiche kann auch mit dem Geld geschehen. Es wird zum letzten Bezugspunkt aller Werte, biblisch gesprochen zum Mammon. Es wird zum Götzen erhoben. Und Simmel zeigt mit dieser Analyse auf, dass der, der das Geld zu seinem letzten Bezugspunkt macht, eine Umwertung aller Werte vornimmt. So wird auch das Verhältnis zwischen Personen zu anderen Menschen zu einem durch Geld vermittelten Verhältnis, weil sich zwischen Personen das Geld schiebt und der andere jeweils vorrangig an seinem Geld gemessen wird. Vielleicht haben Sie das auch schon einmal beobachtet, dass man Menschen taxiert und fragt, steht der über mir oder steht der unter mir? Hat der mehr oder hat er weniger als ich? Und das genau geschieht, wenn das Geld zum letzten Bezugspunkt wird. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen, Gott und dem Mammon. Die Seligpreisungen der Bergpredigt Jesu, aus denen dieser Text, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, Gott und dem Mammon, genommen ist, warnen vor einem Verfallensein an den Reichtum, einem ständigen Mehr haben wollen. Und darin liegt die Gefahr des Reichtums. Wer ihr verfällt, wird unfrei und blind für die Not der anderen. Er tritt dem Leben mit einer Anspruchshaltung entgegen, die ihn niemals wirklich glücklich sein lässt, da er es verlernt hat, sich an den einfachen Dingen des Lebens zu freuen. Auch neigen viele Reiche dazu, das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit, dem sie ihren materiellen Wohlstand zu verdanken scheinen, auf andere Lebenssituationen zu übertragen. Sie verfallen dann der Illusion, auch menschliche Beziehungen entsprechend dem Machtgefälle ihres Reichtums lenken und beherrschen zu können. Auf die Beziehung zu Gott übertragen, geht das zur inneren Haltung gewordene Vertrauen auf den eigenen Reichtum in einen geistlichen Hochmut über, der diese Menschen daran hindert, sich von Gott beschenken zu lassen. Man kann nicht zwei Herren zugleich dienen, Gott und dem Mammon. Es ist eigenartig, auch in materieller Armut lebende Menschen können in ihrer Fixierung auf das, was sie nicht haben, unfrei sein. Sie können unter umgekehrtem Vorzeichen dem Besitzen wollen verhaftet sein, sodass sie im Leiden unter ihren Entbehrungen das Herz eines Reichen haben. Umgekehrt gibt es reiche Menschen, die, auch wenn das seltener vorkommen mag und etwas Wunderbares ist, das Herz eines Armen haben. Weil sie sich von der Sorge um ihren Besitz nicht gefangen nehmen lassen, sondern aus dem Wissen leben, dass sie sich das Entscheidende, worauf es im Leben ankommt, nicht selbst geben können und es auch nicht mit ihrem Geld erwerben können. Deshalb steht ihnen das Reich Gottes offen. Es ist für Jesus keine Frage, bedrückende materielle Armut ist weder ein moralischer Wert an sich, noch ein in irgendeiner Weise erstrebenswerter Zustand. Für die davon betroffenen Menschen ist es kein Verdienst, sondern hartes Schicksal, unter Bedingungen der Armut zu leben. Auch wenn sie sich diesem Schicksal in einer bewundernswerten Haltung stellen können. Für eine romantische Verklärung materieller Armut unter dem Vorzeichen einer angeblichen
jesuanischen Radikalität besteht kein Anlass. Soziale Armut, prekäre Lebensverhältnisse, die es auch bei uns unter dem Firnis einer Wohlstandsgesellschaft gibt, sind vielmehr soziale Missstände, die mit dem Leitbild einer gerechten und solidarischen Gesellschaft unvereinbar sind. Jesus und die christliche Ethik sehen Gefahren des Reichtums, doch sie lehnen Besitz und Eigentum und damit auch Geld, Vermögen nicht grundsätzlich ab. In der urchristlichen Gemeindeethik setzte sich die Überzeugung durch, dass Reichtum und Besitz davon abhängen, wie man mit ihnen umgeht, so wie das mit allen Dingen der Welt ist. Sie sind Teil der Schöpfung Gottes, aber wie man mit ihnen umgeht, das entscheidet über ihren eigentlichen Wert. Die innere Freiheit in der Distanz des Glaubens soll sich in großzügiger Freigebigkeit zeigen und in dem Verzicht auf Habgier und übertriebenem Luxus konkret bewähren. Es ist wahr, unter den Bedingungen einer modernen Wohlstandsgesellschaft ist es schwer und nahezu unmöglich, die materielle Armut, die Jesus gelebt hat, damals als Wanderprediger in Palästina, im Gebiet des Sees Genezareth, im ursprünglichen Sinn nachzuahmen. Da müssten wir aus unserer Zeit und unserer Gesellschaft ausziehen. Bereits wer über Sozialversicherungsansprüche und den Zugang zu medizinischer Versorgung und Bildungschancen verfügt, partizipiert in einem beträchtlichen Niveau an Lebenssicherheit, das der moderne Sozialstaat allen gewährleisten möchte. Auch darin steckt ein Stück verlässlicher Solidarität, die einen großen moralischen Wert darstellt. Das ist ein Stück institutionalisierter Erfüllung des Gebotes der Nächstenliebe. Auch wer in einfachen Verhältnissen lebt, kann sich bei uns gelegentliche Restaurantbesuche, Wohnung, ein Auto und zumindest hin und wieder auch Urlaubsreisen leisten. Viele erfreuen sich darüber hinaus eines bescheidenen oder sogar beträchtlichen Wohlstandes, auch wenn sie nicht zu einer reichen Oberschicht gehören. Unter solchen Lebensbedingungen kann jeder die von Jesus geforderte Einstellung gegenüber materiellen Gütern, gegenüber dem Reichtum, durch Freigebigkeit, durch Großzügigkeit darstellen. Er ahmt dann nicht die materielle Armut Jesu nach, die dieser gelebt hat, wohl aber nimmt er sich die Großzügigkeit und die verschwenderische Güte seines himmlischen Vaters zum Vorbild. Und wenn er dabei die eigenen Möglichkeiten nicht zu gering einschätzt und um ein uneitles, bescheidenes Auftreten ohne Ansehen gegenüber der Person der anderen Menschen sich bemüht, dann hat er eine gute Chance, dem zumindest nahe zu kommen, was es unter den Bedingungen einer modernen Wohlstandsgesellschaft bedeutet, Christ zu sein. Aber Christsein ist ja nicht nur ein individuelles Lebensprogramm für den Einzelnen, das auch. Und da ist es vielleicht noch nicht einmal das Schwerste, ein glaubwürdiges Verhältnis zum eigenen Geld und den eigenen Möglichkeiten zu gewinnen. Aber was bedeutet das Wort Jesu? Niemand kann zwei Herren dienen. Seine Aufforderung, für die größere Gerechtigkeit einzutreten, für eine gemeinsame christliche, glaubwürdige Lebenspraxis in unserer Zeit. Zunächst dies. Christen sollen sich in den Augen der anderen Menschen, ihrer Zeitgenossen, in erster Linie durch ihren Einsatz für mehr Gerechtigkeit unter den Menschen auszeichnen. Sie sollen nicht als erstes durch ihre konservativen Ansichten auffallen oder gar durch das Festhalten an einer lebensfremden Sexualmoral, sondern dadurch, dass sie an der Seite der Armen, Unterdrückten und Rechtlosen stehen.
Es muss ihr vorrangiges Bestreben sein, ihre Lebensverhältnisse zu verbessern und ihre Not zu lindern. Und erst dann kann es darum gehen, kulturelle und wissenschaftliche Leistungen zu erbringen. Ich bin heute noch einmal, weil ich ein paar Stunden früher angekommen bin, durch Regensburg und durch seine schönen Kirchen gegangen. Und ich habe mich darüber sehr gefreut, auch dass St. Cassian wieder schön renoviert ist, fast so wie die alte Kapelle. Zum Auftrag der Kirche gehört es auch, Kirchengebäude zu erhalten, festliche Kirchenmusik zu pflegen, die zeitgenössische Kunst zu erhalten, festliche Kirchenmusik, der Wissenschaft Raum zu geben. Bei all diesen Tätigkeiten handelt es sich aber um sekundäre Aufgabenfelder, die in einem bestimmten Moment ihrer Geschichte der Kirche zugewachsen sind. Aber keine dieser Aufgaben ist von solch existenzieller Bedeutung für das Christsein, dass dieses ohne sie überhaupt nicht lebbar wäre. Genau das jedoch meint das Wort Jesu von der größeren Gerechtigkeit, an der seine Jünger erkennbar sein sollten. Im Klartext ist damit gesagt, mit dem Einsatz für Gerechtigkeit steht und fällt das Christsein. Eine andere Prioritätenliste, was das Wichtigste im Leben von Christen ist, auch im eigenen Leben, kann es in den Augen Jesu nicht geben. Viele werden dann fragen, was kann ich mit meinen eigenen geringen Kräften zur Verminderung der weltweiten Ungerechtigkeit beitragen? Was können Einzelne gegen ungerechte Strukturen des Wirtschaftssystems, des Welthandelssystems ausrichten? Werde ich nicht bereits mitschuldig am sozialen Elend der Campesinos in den Kaffee- und Obstplantagen der Länder Südamerikas und Afrikas, wenn ich zu sündhaft billigen Preisen Kaffee trinke, Bananen esse? Darauf ist zu antworten, jeder ist zunächst in seinem eigenen Bereich verantwortlich, gerecht zu sein, sich gerecht zu verhalten, das, worüber er verfügt, auch an materiellen Mitteln, auch an Geld, so einzusetzen, dass es dort, wo er steht, gerechter zugeht. Er soll seinen Kindern die gleiche Zuwendung und Liebe schenken, keines gegenüber den anderen bevorzugen, sich seinem Ehepartner gegenüber treu und verlässlich erweisen und gegenüber Freunden und Bekannten zuvorkommend und freundlich sein. Die im Berufsleben übernommenen Aufgaben soll er so erfüllen, dass allen von seinen Entscheidungen Betroffenen Gerechtigkeit widerfährt. Er soll als Lehrer, Lehrerin seinen Schülerinnen und Schülern die gleiche Aufmerksamkeit widmen und niemanden benachteiligen. Als Arzt alle Patientinnen und Patienten mit gleicher Sorgfalt behandeln, als Richter ohne Ansehen der Person Recht sprechen, als Handwerker gute Arbeit abliefern und als Kaufmann niemanden übervorteilen. Wenn er so dazu beitragen kann, dass wenigstens in seinem persönlichen Lebensbereich mehr Gerechtigkeit geschieht, dann ist das schon viel. Gilt das nun auch für Menschen, die als Manager, als Unternehmer arbeiten, Verantwortung für andere tragen? Ja, es gilt auch für sie. Wenn es auch unverkennbar ist, dass in den letzten Jahrzehnten die Bedingungen schwieriger geworden sind und gerade auf dem Gebiet der Wirtschaft auch beklagenswerte Fehlentwicklungen eingetreten sind, die es schwieriger machen, in diesem Umfeld zu wirken und sich dabei nicht korrumpieren zu lassen. Freilich gibt es auch absolute No-Gos, die für Christen unter keinen Umständen in Frage kommen. Um dafür ein Beispiel aus der internationalen Finanzwelt zu geben, sei auf Spekulationsgeschäfte mit Lebensmitteln wie Weizen, Reis und Mais sowie mit anderen lebenswichtigen, für viele überlebenswichtigen Rohstoffen hingewiesen. Es ist schlimm genug,
wenn durch Naturkatastrophen und Missernten in vielen Ländern der Erde Engpässe bei der Versorgung der Bevölkerung mit den wichtigsten Grundnahrungsmitteln entstehen und akute Nothilfe von außen erforderlich wird, um einem drohenden Massensterben zu begegnen. Ein himmelschreiendes Unrecht ist es jedoch, wenn derartige Knappheitssituationen von Spekulanten künstlich herbeigeführt werden, damit weltweit die Nahrungsmittelpreise steigen. Wenn man nur die Logik des Geldes beachtet, dann ist das naheliegend, denn der Preis richtet sich nach der Angebotsseite. Und wenn diese künstlich verknappt wird, dann steigt er. Für Spekulanten liegt das auf der Hand. Das ist ein gutes Geschäft. Aber wenn man das aus der Perspektive der Opfer sieht, für die es eben um das nackte Überleben geht, dann ist das eine mörderische Angelegenheit. Arme Menschen, die 3/4 ihres Einkommens für Essen und Trinken ausgeben müssen, für Trinken, das meint für sauberes Wasser, geraten dadurch in eine lebensbedrohliche Lage. Die Mitwirkung an derartigen Spekulationsgeschäften lässt sich moralisch in keiner Weise vertreten, da zwischen dem erhofften Gewinn und dem Hunger der Armen eine direkte und unmittelbare Beziehung besteht und somit ein persönlicher Vorteil auf Kosten der Ärmsten der Armen gesucht wird. Ähnliches gilt für die Beteiligung an Industrieunternehmen, die Waffen produzieren und in Krisengebiete exportieren. Allein der Handel mit kleinen und leichten Waffen, bei dem Deutschland weltweit hinter den USA auf Platz 2 rangiert, erreicht Jahr für Jahr ein Volumen von über 500 Millionen Euro. Angesichts der tödlichen Gefahren, die von Landminen und Schusswaffen in den Händen von Kindersoldaten ausgehen, sollten Christen ein eindeutiges Zeugnis ihres Einsatzes für Frieden und Gerechtigkeit geben und dem internationalen Waffenhandel jede direkte oder indirekte Unterstützung entziehen. Geeignete Protestformen können auch darin bestehen, dass man die Anbieter von Fonds, die scheinbar saubere Aktienpaketlösungen vorschlagen, in verdeckter Form aber auch Spekulationsgeschäfte mit Nahrungsmittelkäufen und Waffenlieferungen in Krisenländern betreiben, auf eine schwarze Liste setzt. Das ist ja das Vertragte. Keiner von uns hat wahrscheinlich schon direkt Spekulationsgeschäfte auf Nahrungsmitteln gemacht und sich an Waffenlieferungen beteiligt. Aber es gibt viele Fonds, denen man das gar nicht ansieht, wo man nachfragen muss, was ist alles im Portfolio? Und wo die Frage, kommt das für mich in Betracht, wenn ich als Christ verantwortlich mit meinem Geld umgehen muss, eine sehr offene ist. Das mögen Fehlentwicklungen sein, diese No-Gos, die ich so bezeichnet habe, in extremen Bereichen. Doch gibt es Fehlentwicklungen im Bereich der Wirtschaft auch in anderen Gebieten zu beklagen. Zum Beispiel eine einseitige Orientierung am Ziel der Gewinnmaximierung eines Unternehmens. Damit wir uns nicht falsch verstehen, Unternehmen haben die Aufgabe, Gewinne zu erzielen. Das ist notwendig und erforderlich. Aber das ist nicht der einzige Zweck eines Unternehmens. Ein Unternehmen hat viele Ziele. Und damit es diese Ziele erreichen kann, dazu bedarf es des Gewinnes, dass es gute Produkte anbieten kann der Bevölkerung, dass es forschen kann, dass es Arbeitsplätze sichern kann, dass es langfristig die Sicherheit, die Zukunft dieses Unternehmens gewährleisten kann. Und gute Unternehmen betrachten sich auch als verantwortliche Akteure, was in einer Region das kulturelle, sportliche und gesellschaftliche Leben anbelangt. Das alles sind Ziele der Wirtschaft von Unternehmungen und dazu braucht es Gewinn. Aber häufig gewinnt unter dem Zeichen des Shareholder Value der Gewinn eine ganz andere Bedeutung.
Manager orientieren ihre Entscheidungen an den Gewinnerwartungen, den kurzfristigen der Anteilseigner. Die werden am jeweiligen Aktienkurs und der Dividende bemessen. Und alle Vierteljahre gibt es eine Bilanzsprecherkonferenz und dann wird der Wert des Unternehmens taxiert, aber nicht an den Gütern, die die Menschen, die dort tätig sind, geschaffen haben und der Bevölkerung anbieten, sondern eben nur an dem augenblicklichen Aktienkurs. Und das führt zu Fehlentscheidungen. Unternehmerische Verantwortung gilt dann als gut, wenn sie zur Gewinnmaximierung führt. Die ungehinderte Beweglichkeit des Kapitals verleitet dazu, das dort einzusetzen, wo kurzfristig die besten Gewinnchancen locken. Und neoliberale Nationalökonomen sagen heute, der Ziel eines Unternehmens ist es, Gewinne zu erzielen. Das ist das einzige Ziel. Und darin bestünde die soziale Verantwortung dieses Unternehmens, dass es Gewinne erzielt. Wenn Unternehmensentscheidungen nicht mehr an der Verantwortung für das Ganze, sondern vorrangig im Blick auf die Interessen der Anteilseigner getroffen werden, ist aus ethischer Sicht von einem Missbrauch unternehmerischer Macht zu sprechen. Und darin zeigt sich ein beklagenswerter Verfall der Unternehmensethik, wenn Konzerne von international operierenden Kapitaleignern zu dem ausschließlichen Zweck aufgekauft werden, dass man sie anschließend zerlegt, die Filetstücke behält, das andere wieder weiter veräußert. Gleiches gilt von Entlassungen, die ausgesprochen werden, um die Rendite von 8% auf 12% zu erhöhen, weil man das in einem längerfristigen Unternehmenskalkül so vorsieht und weil unter dem Druck der Aktienkurse das von den Anteilseignern erwartet wird. Ebenso widerspricht es einem Mindestmaß unternehmerischer Verantwortung, wenn Mitbewerber am Markt, die rentabel produzieren, übernommen werden, wenn man sie einfach kauft und anschließend die rentablen Produktionsstätten schließt, um einen Konkurrenten auszuschalten und den eigenen Produkten bessere Absatzchancen zu eröffnen. Das hat mit unternehmerischer Verantwortung und Konkurrenz, wie sie zum Wirtschaften gehört, nichts mehr zu tun. Um ein Beispiel aus der Sportwelt zu bemühen, das ist so, wie wenn ein reicher Fußballclub die besten Spieler der anderen Vereine aufkauft, sie bei sich auf die Reservebank setzt, damit sie nicht gegen die eigene Mannschaft antreten. Auch das hat mit dem Grundgedanken des Sports nicht mehr viel zu tun. Doch folgen solche Unternehmensentscheidungen einer einseitigen Logik des Geldes, die der Idee eines freien, unregulierten Kapitalwettbewerbs in einer globalisierten Welt innewohnt. Das heißt, Geld zum Götzen machen. Das Problem ist, dass das Fehlentwicklungen im System der Wirtschaft sind. Und die kann ein Einzelner, auch wenn er noch so verantwortlich ist und sich noch so sehr darum bemüht, die richtigen Entscheidungen zu fällen, solange er in diesem System steht, nicht korrigieren. Und deshalb muss man sich darum bemühen, die Spielregeln des Ganzen zu verändern. Zum Beispiel eine Kapitaltransfersteuer für kurzfristige Übernahmeaktionen ohne ein dauerhaftes Engagement in dem übernommenen Betrieb einzuführen. Und dadurch kann man dann die Sozialpflichtigkeit des Eigentums, die Verantwortung für das Gemeinwohl, auch in einer globalisierten Welt, wo das leicht bewegliche Großkapital sich jederzeit sozialen Auflagen entziehen kann, am Ende doch einfordern. Es geht nicht darum, das internationale Kapital zu brandmarken. Man muss auch die positiven Seiten des freien Kapitalsverkehrs sehen. Die Investitionsanreize für fremdes Kapital führen auch zur Schaffung neuer Arbeitsplätze, zur Errichtung
moderner Produktionsanlagen und auch zu einem höheren Angebot an Waren und Dienstleistungen. Die Bevölkerung hier in der Umgebung von Regensburg hat das in den letzten 3 Jahrzehnten ja erlebt. Und in den 4 Jahren, in denen ich hier war, habe ich das gemerkt, wenn ich von Neutraubling an die Universität gefahren bin, wie in kurzer Zeit mehr und mehr des freien Feldes mit Industriebetrieben zugewachsen ist. Aber das sind natürlich Zukunftsmotoren. Das sollte man nicht nur beklagen, dass jetzt die schöne Natur dadurch zugebaut wird, sondern das sind Zukunftsinvestitionen, von der auch die Lebensmöglichkeit und der Wohlstand der Bevölkerung in dieser Region abhängen. Das Ziel von Regulierungsmaßnahmen sollte daher nicht sein, den Kapitalverkehr nur zu erschweren oder regionale Märkte abzuschotten, sondern man sollte darauf hinwirken, dass fremde Investoren in der Förderung des sozialen Friedens ein Gut erkennen, das sie von der einseitigen Durchsetzung ungebremster Gewinninteressen abhält, weil sie erkennen langfristig, dass das auch in ihrem eigenen Interesse und im Interesse ihrer Unternehmungen liegt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, schauen wir zum Schluss noch einmal auf die Seligpreisungen der Bergpredigt. Sie greifen das unstillbare Verlangen des Menschen nach Sinnerfüllung, seine Sehnsucht nach Glück auf. Und das ist es ja auch, was die Faszination des Geldes ausmacht. Die Seligpreisungen konfrontieren dieses Verlangen nach Glück mit der Umwertung aller Werte, die aus der Logik des Evangeliums folgt. Ihr könnt nicht zwei Herren zugleich dienen, Gott und dem Mammon. Hinter dieser Umkehr der Rangskala menschlicher Werte, in der die eigentliche Revolution des Evangeliums zu sehen ist, steht kein Ressentiment gegen das Leben und keine Verachtung für das alltägliche Glück, an dem wir Menschen uns auf vielfacher Weise erfreuen. Und dahinter steht auch keine Geringschätzung des materiellen Wohlstandes, den Menschen sich erwerben. Doch mahnen uns die Seligpreisungen vor der Gefahr, die allen geschaffenen Gütern, auch dem Reichtum und dem Wohlstand innewohnt, deren Besitz unser Glücksverlangen zu erfüllen scheint, uns dieses Versprechen gibt, das sie aber am Ende nicht halten können, dass wir uns in unserem maßlosen Hunger nach Glück an sie verlieren. Macht, Reichtum, Ehre, Gesundheit, Vergnügen, Ansehen unter den Menschen, all diese Güter erfüllen unser Leben, aber eben nur so lange, als sie nicht den höchsten Platz darin besetzen. Wir können sie gebrauchen und für unsere Lebensziele auf dem Weg des Christseins in Dienst nehmen. Oder wir können uns an sie verlieren und ihrer trügerischen Verheißung erliegen. Das meint Geld oder Gott. Nur Gott ist das höchste Ziel des Menschen. Und die Bindung an ihn befreit zum gelassenen Umgang mit allem anderen. Vor der Gefahr der Selbstpreisgabe an die Dinge, die uns besitzen und versklaven, warnen die Seligpreisungen Jesu auf eindringliche Weise. Sie stellen uns in paradoxer Umkehr menschliche Erwartungen und Einschätzungen vor Augen, worauf es im Reich Gottes vor allem ankommt. Es geht nicht darum, das Lebensglück der Menschen gering zu schätzen, sondern sie vor falschen Erwartungen an das Leben und vor trügerischen Verheißungen zu warnen, die nicht halten, was sie versprechen und am Ende in ausweglose Enttäuschung führen. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Ein Song der Toten Hosen, einer bekannten deutschen Rockband, trägt den Titel »Warum werde ich nicht satt?« Die einzelnen Liedstrophen schildern anfangs mit
leichtem Erstaunen, dann mit immer größerem Entsetzen, das immer schnellere Verbrauchtwerden immer neuer Glücksversprechen, die stets zu der gleichen Frage zurückführen, warum werde ich nicht satt? Der Zweitwagen in der Garage, der Swimmingpool im Garten, die Spielzeugeisenbahn im Keller, als refrainartige Antwort auf diese eindrucksvolle Liste schreit der Sänger die Frage ohne Antwort hinaus, warum werde ich nicht satt? Jede Menge Partys, tolle Freunde, erotische Abenteuer ohne Ende, ein scheinbar unerschöpfliches Bankkonto, das es erlaubt, sich jeden Wunsch zu erfüllen. All dies treibt die Frage nur weiter voran, die am Ende den Sänger fast wahnsinnig macht. Warum werde ich nicht satt? Die Seligpreisungen Jesu geben dieser im Song der Toten Hosen endlos wiederholten Frage eine Wendung ins Positive. Achte auf das, was wirklich wichtig ist im Leben, auf das, worauf es am Ende ankommt. Von der Umwertung aller Werte, von der die Seligpreisungen Jesu sprechen, geht eine hartnäckige, aber heilsame Anfrage an unseren Lebensstil aus. Was brauchst du, um wirklich glücklich zu sein? Die einzelnen Seligpreisungen laden dazu ein, der ständigen Aufwärtsspirale, in deren Umdrehungen wir uns in unserem Hunger nach Glück zu verlieren drohen, eine Strategie der bewussten Überlegung, der Anspruchsminderung entgegenzusetzen, die uns den Wert der Einfachheit, Verlässlichkeit und Bescheidenheit in unserem Leben neu entdecken lässt. Wenn wir dieser Aufforderung folgen und uns dem Weg des Christseins im Maßnehmen an der Logik des Evangeliums anvertrauen, dann versprechen die Seligpreisungen Jesu uns eine überraschende Entdeckung, dass wir das Glück, das wir scheinbar aus der Hand geben, weil wir unser Leben, wie Jesus sagt, verlieren, am Ende zurückgeschenkt bekommen. Und so, dass wir merken, es reicht für uns und für alle anderen Menschen. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören.